Heute geht es um Wildbienen, Insektensterben und Biodiversität. Einige mögen sich darüber freuen. Das Gefuchtel an der Kuchentafel oder im Restaurant, um Bienen, Wespen und andere Insekten zu vertreiben, wird laut Statistik immer geringer. Für die biologische Vielfalt ist das jedoch eine schlechte Nachricht. Nach Untersuchungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das Vorkommen der Fluginsekten seit 1989 um bis zu 75% zurückgegangen. Durch die Zunahme von chemischen Düngern, Insektiziden und die Zerstörung wichtiger Lebensräume sind viele Insektenarten vom Aussterben bedroht. Fast 90% aller Pflanzen, die uns Menschen als Nahrung dienen, sind für ihre Entwicklung auf die Bestäubung von Insekten angewiesen. Damit wir also genug Essen bekommen, sind wir ziemlich abhängig von vielen Fluginsekten. In diesem Projekt erkunden wir am Beispiel der Wildbienen die Herausforderung des Insektensterbens. Wir schauen uns unsere Umgebung genauer an und prüfen sie auf Bienenfreundlichkeit. Ziel wird sein, eine Nisthilfe zu bauen und mithilfe des Microbits die Aktivität der Wildbienen zu messen. Diese Projektidee verbindet Lernhalte aus Natur und Technik und zeigt auf, wie du das Ziel 15 der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen kannst. Inspiriert wurden wir zu diesem Projekt von Anna, Alina und Michael, eine Gruppe Studierender, die im Rahmen des Seminars Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der TU Berlin die Idee zum smarten Insektenhotel mit Microbit entworfen haben. Wenn du 2 bis 3 Stunden Lust hast, dich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, dann geht's jetzt los. Wir haben jede Menge spannender Recherchematerialien, Arbeitsvorlagen und Videotutorials für dich vorbereitet, damit du in Zukunft neue Räume für Insekten schaffen kannst. Viel Spaß dabei!